Sie sind vielleicht musikalisch nicht die Besten, aber der beste Zweck steht immer im Mittelpunkt. Nicht weniger als 200 Bolz- und Spielplätze wollen die GoFus im neuen Jahr fertiggestellt haben. Der GoFus Team Cup am Felsen von Gibraltar war der krönende Abschluss einer erfolgreichen Saison. Essen, trinken, tralala, wie man so schön sagt, im Ruhrgebiet, einfach fantastisch. Und der Golfplatz hier wirklich ein Traum. Also wenn man hier sieht, hier das Wasser, der Strand, eine Riesenkulisse, Gibraltar im Hintergrund, also mehr geht im Moment überhaupt nicht. Das sportliche Highlight war der Ryder Cup der GoFus am Tag zuvor. Mit dem ewig jungen Duell der Fußballer gegen die Handballer. Jedes Jahr eine neue Herausforderung, gegen diese wirklich auch am Abend sehr starke Mannschaft zu bestehen. Und ich bin gespannt, was am Ende rumkommt. Der Präsident der GoFus hat es in einem Key-Match mit Sky-Handball-Experte Martin Schwalb zu tun. Er wird heute die größte Niederlage seines Lebens einstecken müssen, wenn er mich so anbringt. Die Handballer vollmundig und hochmotiviert im Wettbewerb mit dem Titelverteidiger. Auf dem traumhaften Alcadessa Linksplatz an der Costa del Sol. Und lange sah es so aus, wenn nur noch das Wetter die Hallensportler stoppen könnte. Wir haben einen Antrag gestellt auf Überdachung des Platzes. Das ist leider abgelehnt worden. Deswegen, wir hoffen, dass es trocken bleibt. Ja. Martin Schwalb konnte tatsächlich sein Match vorzeitig gewinnen. Aber die Entscheidung fiel erst auf der 18. Ja! Die Fußballer kamen nochmal zurück. Bis zum ultimativen Showdown. Lou Geidol, der ehemalige Pokalsieger mit Großwaldstadt, hatte diesen Birdie-Putt zum Sieg für die Handballer. Und das durfte entsprechend gefeiert werden. Denn der Spaß am Spiel ist bei den GoFus der Antrieb, um vom eigenen Glück etwas zurückzugeben. Bei diesen GoFus auch was Gutes tun zu können, indem wir Spaß haben. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres auf der Welt, wie hier dabei zu sein und einfach mitzumachen. Was auch für die abendliche Siegesfeier im Teamhotel, dem Aldiana Costa del Sol, galt. Und das war ja nur der Anfang. Denn es folgte der Startschuss zum GoFus Team Cup. Der spielt das Vierer-Scramble. Vielleicht die kommunikativste Spielform im Golf. Mit wenig Frust und reichlich Jubelpotenzial. Du musst dich brutal ergänzen natürlich mit wildfremden Leuten, die du vorher überhaupt nicht gekannt hast. Und das war bei uns natürlich super, absoluter Höhepunkt. Aus 12 Metern Eagle Putt gestopft. Das sind halt die Highlights für uns Amateurgolfer, solche Sachen. Auch Trainerkollege Jens Keller versuchte kurz vor dem Amtsantritt beim 1. FC Nürnberg noch einmal seine golferischen Stärken einzubringen. Ich habe so gar keine Stärke beim Golf. Eigentlich hätte ich gar nicht anfangen dürfen, aber es macht trotzdem Spaß. Ja! Ganz stark auch im Team Cup die Handballfraktion beim finalen Birdie Festival. Mit dem Netto-Siegerteam rund um den ehemaligen Welthandballer Daniel Stephan. Wenn das Gewinnen hier auch nur Nebensache war oder auch nicht. Ich war ja schon Europameister, habe 3 Olympischen Spiele teilgenommen, auch dort eine Silbermedaille gewonnen. Aber diese Medaille ist natürlich der wichtigste Erfolg meines Lebens. Und ich danke der GoFus-Familie, dass ich diese Medaille gewonnen habe. Es war ein geiler Tag. Na dann, auf Wiedersehen im nächsten Jahr mit noch mehr Medaillen und Pokalen sowie Bolz und Spielplätzen. Made by GoFus.